Hört sich gut an. Ey. Kazooie, please. Hallo, Kazooie, please. Kazooie, please. Hallo. Dead Skill. Ja, Dead Skill. So. Noch mehr? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, so weit schon, oder? Hui. Ja. So. Naja. So, jetzt muss ich überlegen. Hier gibt's noch ein bisschen Spaß. Ups. Ach, warte. Knatterta. Scheiße. Oh, das hört sich bei mir mal an wie Knatterta, wenn die das machen. Diese Viecher da. Keine Ahnung. Mhm. Ich nenne diesen Move die Kopfgranate. Springe in die Höhe und drücke den Z-Trigger. Ja, ich weiß. Schluck! Das gefällt mir gar nicht! Ja, ja. Wer Donald schon gerne mit dem Boden auf dem Kopf? Mhm. Mario, Mario macht das nicht mit dem Kopf. Nee, der macht das mit dem Arsch. Der lässt sich voll auf den Arsch fallen. Macht aber vorher noch so einen geilen Salto. Ja. Physikalisch unmöglich, aber egal. Nutten, Nutten, Nutten! Nutten! Lack! Gib mir all die Nutten! Eier! Nutten, Eier, was gibt's denn noch? Das ist so. Das ist so schlimm. Der knattert da. Diesen Jinjo. Ups. Das ist so schlimm, wenn man die Spiele teilweise mal in einer anderen Perspektive sieht. Das ist so dramatisch schlimm. Lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Mehrzahl. Leben brauche ich nicht. One life only, one Wabe. One Wabe. Hardcore-Mode. One hit wonder. Ach ja, da gab es noch diese dämliche Statue. Ja, so. Peng. Und nochmal, komm schon. Peng. Da komm. Einmal noch. Peng. So, jetzt muss ich hier hoch, weil hier oben ist eine Honigwabe. Ja, da! So. Wir haben vier Jinjo. Schädel. Von den Schädeln, genau. Ein Schädel war, glaube ich, in Mumbus Hütte, ne? Nein, der war hier. In dem Ameisending sie. Scheiße, jetzt habe ich das Leben doch eingesammelt. Kacke. Egal. Ups. Tja, Speedrun vorbei. Kacke. So, hier ist er. So, die restlichen Noten, die bekomme ich hier in dem Ameisenhügel. Puzzleteil 8. Ach ja, ich seh's. Ich war gerade. Wo ist denn das andere noch? Hallo, Puzzleteil. Moment, ehe ich das mache. Weil, wenn ich hier rausgehe, will ich nämlich gerne noch etwas machen. Aha! Wohl, warte. Krübel. Juhu! Schade. Fast hätte es geklappt. Fast wäre ich cool gewesen. Aber auch nur fast. Aber das war fast schon cool. Nein! Geh weg! Nu! Er will mich auf die Hörner nehmen. Und der ist mir auf die Palme gestiegen. Och. Ich würde mir gerne den Kopf in den Boden stecken. So, ich würde mich gerne verbudeln. Weil ich so einmal quer in den Ameisenhügel rammen den Kopf. So, jetzt taucht hier oben ein Puzzleteil auf. Puzzleteil? Puzzleteil! Puzzle. So. Wer kam eigentlich auf das Wort Puzzle? Weiß ich nicht. Victor Puzzle. Was weiß ich. Soll ich wirklich gucken, woher das Wort Puzzle kommt? Woher das Wort Google kommt? Hey, goggle das mal. Google mal Google. Okay, ich google das mal. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Nehmen unseren guten Freund Wikipedia. Ah, Wikipedia ist der Hass. Ein Puzzle. Aussprache Puzzle oder Puzzle. Oder Puzzle. Oh Mann. Ich, Mumbo, bester Schamane in ganz Spiel.
Mumbo kann Bär und komisch Vogel. Ich hab das letzte Wort nicht gesehen. Vorsicht, du schreie Vogel! Böse Hexe hat versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. A. Banjo viel Schädel haben. Stellen auf Tod den Schädel und dann B drücken. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Ist ja schön. So, ja. Pritschung ist fertig! Bedeutungserklärung, Wortherkunft. Also die ersten Puzzle, das allererste Puzzle entstand 1767, aber ich guck gerade nach der Wortherkunft. Okay. Mumbo macht kostenlose Verwandlung. Ah, gut Zauber für erstes Mal. Mumbo brauchen... Ich hab's nicht weiterlesen können. Ey, wir sind jetzt eine süße Ameise! Jada! Ameisen-Power! Ameisu! La 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 la! Hi, Kollege! Also, ich finde keine Wortherkunft dazu. Ah, die Ameisen sind hinter meinen Shorts her. Nee, ich finde, zur Wortbedeutung finde ich nichts, woher es kommt. Mit dem Controller wird das hier bestimmt gerade ziemlich lustig. Hier hoch. So geht. Ui. Ach, ich hab's gewusst. Ah, doch hier. Scheiße, die will meine Shorts haben. Mach was. Also wie gesagt, das allererste Puzzle... Ich kriege Krebs, was? Ja? Das allererste Puzzle entstand 1767 und das Wort Puzzle kommt vermutlich von dem Wort to pose. Perplex, also etwas, das etwas perplex ist oder so in die Richtung, keine Ahnung. Ich verstehe den Satz nicht ganz, aber ungefähr so. Und das Wort Puzzle an sich oder etwas, wenn etwas puzzelig ist, also schleierhaft oder sowas, kommt vermutlich aus den 1650ern. Okay. Ist zumindest jetzt hier so das, was ich rausfinden konnte. Das ist echt nicht schlecht, seit bald 500 Jahren, also seit 400 irgendwas Jahren, gibt's das Wort schon, das ist nicht schlecht. Sehr nice. Das Witzige ist, ein Puzzle war vorher gar nicht als Spiel gedacht, sondern als Lehrmittel für einen Erdkundeunterricht. Oh, okay. Weil der Erfinder hat das Puzzle hat anscheinend eine Weltkarte zerschnitten oder in viele kleine Teile geschnitten und die wurde dann dafür benutzt, um im Erdkundeunterricht die richtig zusammenzulegen, um so die Karten und sowas oder die Geografie richtig zu lernen. Okay. Faszinierend. Sehr schön und ich komme hier einfach nicht weiter, weil der Controller einfach nö sagt. Ist echt so. Alter, nein. Der geht nicht weiter, boah, ich hol mir jetzt einen anderen. Augenblick, kurzer Cut. So, Controller wurde jetzt kurzerhand getauscht und ich hoffe, dass es besser funktioniert, aber es sieht irgendwie nicht so danach aus. Für die Fragen, welchen Controller ich jetzt benutze, ist es eigentlich immer noch von der Art her derselbe, aber es ist... ja, ich spiele mit einem N64-Controller und irgendwie... Nein! Screw you! Screw you, Controller! So nennst du den Kackparty, ey. Screw you, Controller? Ja, screw you! Controller. Oh, ich spiel gleich mit Tastatur, ey. Nennst du es? Oh, Mann. Kack! Boah, ich krieg Krebs. Oh, Mann! Boah, ich spiel gleich echt mit Tastatur. Mit Tastatur. Oder ich versuch jetzt gleich nur den Xbox-Controller. Wenn der nicht funktioniert, benutze ich Tastatur. Hass! Oh, sowas nennt man Qualität, meine Freunde. Das ist Qualität. Ein Qualitäts-Let's Play vom Feinsten. Wow. Oh, Krebs. Okay, nächster Versuch, Xbox-Controller. Bis gleich. Hallo! Klappe die dritte. Hallo. Jetzt müsste es doch aber funktionieren, weil jetzt spiele ich mit dem Xbox-Controller, auch wenn das so überhaupt nicht cool ist. Aber jetzt klappt es. Ja, da. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass es jetzt durchgehend klappt. Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall besser an und es hakt nicht mehr so, wenn ich nach rechts laufen will. Aber das war wirklich richtig belastend gerade eben. Ja gut, du musst bedenken, N64-Controller werden auch langsam alt, ne? Ja, aber unsere, die sind doch eigentlich recht gut im Schuss. Sind zwar durchs Leiern von Mario Party ein bisschen ausgeleiert. Ja. If you know what I mean.
Aber das ist. Irgendwann ist es halt langsamer so. So, wie dem auch sei, wir haben jetzt alle 10 Puzzleteile und, ich hätte es fast vergessen, eine Honigwabe fehlt uns noch. Die findet sich hier. Ja, und wir können als Ameise auch unter Wasser gehen. Ja, da! So, wir haben die Welt jetzt komplett. Alle 100 Noten, 10 Puzzleteile. Und wir können raus. Ja, da! Erste Welt geschafft! Wunderbar. Und sehr auch, gut. Und das auch kaum ohne technische Probleme. Nee, gar nicht, gar nicht. Gunthilda, du hast. Scheiße. Ja, ist okay. Geh weg. Ja, wir müssen Noten sammeln, um Türen zu öffnen. Krieg mir für sowas nicht einen Schlüssel. So. So, wir haben jetzt insgesamt 12 Puzzleteile schon. Oh. Mumbo, Magie, gleich am Ende. Bär drehen um oder Magie weg. Zauber kaputt. Zauber alle. Banjo wieder Bär. Okay. Ich finde das so klasse. Banjo wieder Bär. Ah. Jetzt musste ich gerade gucken, wie ich hier das mit dem Gehen wieder mache, weil ich musste. Ja, ich spiele halt mit dem Xbox Controller und habe X-Pad da dran und ja. Ich musste das so ein bisschen umbasteln. Diese Tür hat Gunthilda mit einem Musikzeichen gesehen. Mach sie auf, Ripka! Sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort aufgezeichnet sind. Hey, du machst nicht den... egal. Noch den frischesten Eindruck, ja. Danke fürs Heilen. Juhu, wir haben die erste Tür geöffnet. Ja, da! Hier, das ist übrigens. Ach, die Fee. Das ist die Schwester von Gunthilda. Ja, ich weiß. So, und hier geht's direkt zur nächsten Welt. Beziehungsweise zum Öffnen der nächsten. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, dann drücke bitte. Ja, ist okay, geh weg. Geh weg. So. Ich will das aber wieder wegmachen. Treasure Trove Crew. Irgendwas mit Schätzen. Ja. Oh, ich bin so gut in Englisch. Oh. Ich würde gerne meine Englischkenntnisse heiraten. Nee. Ich glaube, da würde jeder Krebs kriegen. So, da unten ist der wunderschöne Eingang, wo wir hin müssen für die nächste Welt. Ja, da! Da lernt man das Fliegen, ne? Ja, fliegen! Und im Sumpf lernt man die goldene Feder, glaube ich, oder? Goldene Nee, die goldene Feder, die bekommst du im U-Boot? Ja, im U-Boot, genau. Im U-Boot war das. Und im Sumpf bekommst du die Stiefel. Naja. So. Hier unten unser erstes Hindernis. Lass mich! Ja. Nu, stoppu! Nu! Moment, ich muss mal kurz meine Kopfhörer richten. Stoppu! Ich hasse dieses Ding. Den Hai? Ja. Der ist so wunderschön. Wundertoll. Ich hasse es. Ich hoffe, ich habe mein Handy auf lautlos. Ja, habe ich. Jetzt kommt er bestimmt von links. Nein! Stoppu! Lass mich! Lass mich leben! Hi. Dass er auch immer unsichtbar wird, der Arsch. Scheiße. Alter, Mann. Hass. Mein Leben, ey. Fuze. Scheiß Krebs. Krieg Krebs, ey. Jetzt, schnell, hurtig. Ja. Los. Jog. Ja, erwischt. Wunderbar. Ja, geil, so macht man das. Oh, das Schwimmen, ey. Es wird noch der Hass. Besonders mit dem Controller jetzt. Krieg Krebs. Ups, da hat mich was von der Seite angekrebst. Angekrebst.
ist ein deutsches Wort. Lass es patentieren. Definitiv, mach das. Ach, da rein! So. Ja, ich bin sehr entspannt. Ah, qualitativ hochwertig. Dub Let's Play, ey, das hat so Potenzial. Es geht in die Geschichte des Let's Player-Daseins ein. Definitiv. So, und ich ersauf jetzt erstmal eine Runde. Aha, ihr beiden! Ich bin Captain Bleibesang, hab den Geist. Ich gebe jetzt jedem Ding, was spricht, so eine bescheuerte Stimme. Und immer dieselbe. Die hatten kein Geld für neue Synchronsprecher. Ich würde ja gern mitsprechen, das Problem ist. Ja, das sieht ein bisschen hinterher. Ja, und dadurch, dass das Ding selbst scrollt, kann ich nicht wirklich perfekt vorlesen. Ja. Das ist so ein bisschen kacke. Ja, bei RPGs oder sowas geht das besser. Da kann man es ja wegklicken in die Gespräche. Ich bin ein Rotfeder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich dabei behilflich sein. Okay. Ich mach das jetzt auch. Ich sammle Taubenfeder, schmeiße vom Balkon und hüpfe dann vom Balkon, um fliegen zu können. Ah ja, klar. So funktioniert Fliegen. Ja, definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall. Tutengard. Tutengard! So. In was kann man sich denn hier verwandeln wegen Mambo Jumbo? Gar nichts. Hier in der Welt geht gar nichts. Warum sind dann da Mambo-Schädel? Weil du später zum Beispiel 25 oder so. Was? Ich hab's nicht verstanden, sorry. Weil du später irgendwann mal 25 oder so geben musst, zum Beispiel. Ah, okay. Also du kannst dich nicht in jeder Welt verwandeln. Ja. Ich glaube, die nächste Welt, in der du dich verwandeln kannst, das ist. Das U-Boot ist es schon nicht mehr. Die Eiswelt, da wirst du zum Walross. Genau, die Eiswelt. Dann das Geisterhaus. Ja. Hier. Der Baum, da kann man sich verwandeln. Ja, in die Biene. Im Sumpf kann man sich verwandeln. Nein. Doch, da wirst du zu dem kleinen Krokodil. Ach, im Sumpf, ich war gerade bei der Wüste. Ja. Aber ja. Übrigens, dieser Captain hat die coolste Synchronstimme der Welt. Ja. Einfach mal. Rumgerülpst. Ja, sehr schön. Das war bestimmt richtig geil, das aufzunehmen. Einfach fünf, sechs Mal rülpsen lassen und dann immer wieder aneinander hängen. Einfach dieselben Rülps-Samples nehmen. Oh, da rein. Alter, das Skill. Der hat Verzögerung. Das Spiel hat genauso tolle Klettermechanismen wie Mario 64. Gar keine, nämlich. Richtig. Es ist total behindert, da zu klettern. Also, was mache ich als nächstes, bevor ich fliege? Weil das Fliegen möchte ich gerne als letztes machen. So gut wie als letztes. Nein, da gehe ich nicht lang. Da ist ein Hai. Was können wir tun? Wir können auf die Palmen klettern und die Noten einsammeln. Ich steig dir auf die Palme, ey. Bring mich nicht auf die Palme! So. Mir platzt gleich der Deckel! Wenn du willst, kannst du etwas zu diesem netten kleinen Insider erzählen. Ups. Nee, das wird eine Überraschung. Das werden wir irgendwann. Da werden wir irgendwann einen separaten Channel für aufmachen. Für alles, was damit zu tun hat. Alles klar. Machen wir einen separaten Channel und stellen dann da alles hoch. Alles klar. Und alle, die sich jetzt denken, so. Außer Let's Plays oder sowas. Also Let's Plays kommen dann bei mir oder bei dir auf.